Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Videotutorial. Ich bin Natalia Greger, ich bin professionelle Geigerin und ich leite die Musik- und Kunstschule in Berlin, wo ihr auch Geigenunterricht nehmen könnt, wenn ihr wollt. Und wer meinen Kanal mag, der darf ihn selbstverständlich auf der Stelle abonnieren. Heute in den Ferien kommt ein, naja, weiß nicht, wie das passt, das Thema in den Ferien. Ein Thema, was eigentlich nicht so richtig in die Ferien passt, sondern allgemein. Aber ich finde das auch sehr interessant. Ich habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen jetzt. Und das Thema ist Lampenfieber, Aufregung beim Vorspiel. Das ist ja der Grund, warum viele über YouTube lernen. Das ist, weil sie denken, ja, wenn ich es anderen zeige oder wenn ich anderen mit anderen zusammen Musik mache, dann wird es ganz schrecklich klingen. Und das ist vielleicht so im Kleinen das gedacht, aber im Großen ist natürlich, wenn man dann wirklich ein Konzert mal hat oder ja, es geht auch für andere Lebensbereiche, dass man dann Angst hat oder so aufgeregt ist, dass plötzlich eingeübtes nicht mehr funktioniert. Also hier meine fünf, waren es jetzt fünf, weiß ich nicht, Wege, wie ihr das meistern könnt. Also die erste Möglichkeit ist, dass man sich, das finde ich auch eigentlich die grandioseste Möglichkeit, aber das gelingt nicht jedem, mir zum Beispiel gar nicht, aber manchen, denen es gelingt, möchte ich dazu gratulieren. Also Methode 1 ist, sich in eine Situation reinversetzen, wo man grandios war oder richtig gut und dieses Gefühl in den Moment reintransportieren und dass man sich dann innerlich sagt, ich bin toll. Ja, ich habe es geschafft und ich schaffe es schon immer und sich dann diese Situation vergegenwärtigt, wo man super war und das dann in dem Moment dann wirklich viel besser wird und die Aufregung mildert, weil man sich dann quasi auf diese positiven Sachen in einem selbst konzentriert und nicht auf das, was man nicht kann, also gedanklich weg vom Nicht-Können. Eine andere Methode ist, die ist ja auch verbreitet bei anderen, wenn man zum Beispiel denkt, ja, ich präsentiere mich hier auf dem Präsentierteller. Alle gucken und man fühlt sich quasi psychisch wie nackt, ja, dass man sich da, dass ihr euch in die Gegenüber rein versetzt und denkt, nicht ich bin nackt, sondern die da und man stellt sich alle mit runtergelassenen Hosen oder, naja, gut, das ist ein YouTube-Kanal, also nicht angezogen vor in einer oder in einer noch peinlicheren Situation, da hat eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und denkt, dass das dann halt quasi viel schlimmer ist, als was du bist. Und du bist der Einzige, der sich gesellschaftlich adäquaten und nicht peinlichen Situationen befindet, in denen du vorspielst. Die dritte Methode, jetzt muss ich mal von mir sprechen, ist, dass wir uns ja vor vielen ängstigen. Wir ängstigen uns vor Spinnen, wir ängstigen uns vor Krankheiten, vor anderen Menschen, vor Dunkelheit, vor Enge. Und ich habe auch Ängste, wie jeder andere Mensch. Und meine Ängste, wenn ich auf der Bühne stehe, sind, ich will jetzt nicht über meine Ängste sind, aber wenn ich mir die vorher in einem guten Augenblick, also das ist übrigens besser, man ist vor dem Vorspiel oder vor einem Vortrag in einer Situation, wo man ein bisschen zu sich kommt, also was generell hilfreich ist, stelle ich mir eine Situation, die weitaus schlimmer ist, als das, was ich jetzt machen kann. Und auf einmal stellt sich Konzentration und Ruhe ein. Plötzlich kann ich mich beherrschen. Weil im Grunde liegt doch alles bei uns. Das ist alles, was einem passiert. Auch die schlimmen Sachen sind eine Frage der Selbstbeherrschung. Ist natürlich eine Frage der Philosophie, ob man das so sieht, aber das ist meine Philosophie. Die nächste Methode, also die Nummer 4, Aufregung zu meistern, sicher eine effektive, ist einfach die Aufregung ignorieren. Also nach dem Motto, es ändert ja nichts an der Sache. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen und ich muss da durch. Das ist sehr löblich, also psychologisch genau und über generelle Akzeptanz oder so. Es ist halt so, dass ich aufgeregt bin oder auch nicht. Mir ist scheißegal, ich mache das jetzt. Das ist auch eine sehr gute Methode. Also eine andere Methode, da knüpfe ich an den anderen Weg, sich in der Vergangenheit eine Situation auszudenken, wo man super war, ist, sich in die Zukunft zu beamen und zu denken, gut, heute Abend schlafe ich ein und dann wird mich vielleicht der Gedanke verfolgen, dass ich diese Situation jetzt nicht gemeistert habe. Und das macht einen dann so wütend, und man denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass ich mich jetzt von meinen eigenen
ins Boxhorn jagen lasse und dann deswegen das nicht spielen oder vortragen kann, was ich doch so lange erarbeitet habe. Und ich gehe mal davon aus, dass das Video soll jetzt nicht darüber sein, wie viel muss ich Geige üben, damit ich ein Stück beherrsche, sondern es geht wirklich nur um die Situation. Voraussetzung ist, ihr habt es trainiert, ihr könnt es halbwegs fehlerfrei, es gefällt euch und jetzt seid ihr in einer Lage, dass ihr das einfach nicht abliefern könnt und zwar gar nicht, nicht mal zu ein Zehntel, dass ihr so blockiert seid von Aces, dass eure Finger sich nicht bewegen. Bekannt ist auch der berüchtigte Zitterbogen, also ihr wollt einen Ton streichen und stattdessen kommt so was raus, ja, da steht so, diese Anfänge, das sind die Momente, wo dann das Geigespielen beim Vortrag schlecht wird, also beim Vortrag kennt man das, man hat eine schrille Stimme oder es kommt nichts raus und das sind dann, und beim Geigespielen ist, die Finger bewegen sich nicht und der Bogen zittert und der Ton ist nicht schön plötzlich. Zu Hause hat doch alles super geklappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das eine oder andere, falls ihr jemals vorspielen wollt oder einen Lehrer sucht, wo ihr das dann präsentieren könnt, benutzen, was ich sehr hoffe. Und ich würde mich natürlich freuen, euch wiederzusehen und dass ihr den Kanal abonniert und einen kleinen Daumen hoch gebt. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.